zwischen Sänger Mark Terenzi und seiner Verlobten Verena Kehrt soll es während eines Hamburg-Besuchs in ihrem Hotelzimmer zu einer Schlägerei gekommen sein. Warum bist du da? Was ist passiert, Mark? Gar nichts. Was ist, warum bist du bei der Polizei gewesen? Warum bist du bei der Polizei gewesen? Sänger Mark Terenzi am Polizeikommissariat 16 in der Lerchenstraße. Laut Medienberichten war er am Dienstag in Gewahrsam genommen worden, soll alkoholisiert gewesen sein, pustete 2,2 Promille. Er und seine Verlobte, Reality-TV-Star Verena Kehrt, waren zu Besuch in Hamburg. Fotos, die von Terenzis Instagram-Account geteilt wurden, zeigen die beiden im Fischereihafen-Restaurant oder im Lokal zur Ritze. Im Hotelzimmer des Paares im The George soll es schließlich zu einer Schlägerei zwischen beiden gekommen sein. Angestellte riefen die Polizei, die ermittelt aufgrund von gegenseitiger Körperverletzung. Laut der Bild-Zeitung fahndete die Polizei nach Verena Kehrt, da es Hinweise gab, sie könne sich betrunken ans Steuer gesetzt haben. Zudem soll sie das Hotel verlassen haben, ohne zu bezahlen. Laut Bild habe sich Kehrt schließlich selbst auf der Davidwache gestellt. Mark Terenzi hatte später noch eine andere Erklärung für seinen Besuch bei der Polizei. Was hast du vergessen? Mein Koffer. Ja, bei der Fliege. So, yes, it's here.